Und wo kommst du Let's Play Pokémon Mystery Dungeon? Part 35 von Nappen der 614. Und unser Hühnchen ist gerade bald was sehr Dämliches zu tun. Und Flamly, unser Motto ist nicht ins Gesicht. Niemals aufgeben ist mal so das komplette Gegenteil von unserem Motto. Wenn ich könnte, würde ich mich einfach auf den Boden legen und warten, bis ich sterbe. Denn die Welt geht unter. Was können wir da noch machen? Aber okay, ja. Ich will dem immer noch ins Gesicht hauen. Okay. Ihr seid wirklich nicht die Hellsten, was? Vielleicht. Warum macht ihr nicht das, was alle anderen auch tun? Und verhaltet euch intelligent. Sollen wir das nie machen? Wir machen immer das Dümmste, was eigentlich nur geht. Bisher leben wir ja noch. Also es funktioniert bisher. Wer weiß, wie lange noch. Nein, Flamly hat recht. Warte, was? Nee, er hat nicht recht. Das ist eine ganz... Warte, was? Nein! Nein! Leute, seid ihr wahnsinnig? Das ist eine ganz scheiß Idee. Och, nö. Jetzt müssen wir es wirklich tun. Flamly, was hast du getan? Ja, wirklich. Ich konnte nicht mehr klar denken. Vor Angst. Wir haben alle das Wichtigste vergessen. Wir sind Retterteams. Danach seid ihr tot, wenn ihr das macht. Aber okay. Stolz. Ah, drauf geschissen. Ihr seid ja noch am Leben. Wir können auch stolz sein. Darauf, dass wir Retter sind. Seid ihr bescheuert? Anscheinend. Warum hört ihr auf diese Witzfigur? Frag ich mich auch. Warum wollt ihr euch das antun, wenn die Lage vollkommen aussichtslos ist? Tatsächlich? Oh, du lebst ja noch. Ich meine, oh, ist das toll. Wir haben es einmal versucht. Turtok! Ah, noch am Leben! Schön! Die habe ich schon ganz vergessen. Das ist nicht die Zeit, untätig rumzuliegen. Ach, du lebst auch noch! Ja, Schluss mit diesem Weh, mir selbst mit Leid. Wenn wir jetzt aufgeben, ist alles vorbei. Nicht mit mir. Wir werden sterben. Octillery und noch Geowatz! Ach, wieso? Das klang vor einer Weile aber noch ganz anders. Jawohl, so ist es! Es muss Wege geben, die wir nehmen können. Wenn wir uns alle zusammenreißen, finden wir schon einen Weg. Wir müssen nicht alle auf den Boden legen und warten, bis wir sterben. Das würde ich jetzt gerne machen. Du meinst ja einen Dungeon, in dem alle Retterteams kooperieren. Oh Gott, Ab. Ja, so ungefähr. Zieht die jetzt komplett aus? Aber sagt nachher nicht, ihr habt euch nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Ja, danke, das werden wir haben. Das werden wir haben. Danke, Flamly. Das verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen. Unseren Stolz. Habe ich noch nie gehabt. Ist für mich noch nicht zu spät. Leute, ich bin raus. Geht ihr ruhig auf diese Selbstmordmission. Ich habe eh keinen Stolz. Scheiß drauf. Ich lebe mich irgendwo hin und sterbe. Keine Ahnung, Flamly, jetzt kriegst du hin. Ich kann meinen Huhn da nicht alleine reinrennen lassen. Okay, Flamly, ich komm mit. Ich hab trotzdem keinen Stolz. Vielen Dank von uns allen. Hurra. Auf jetzt, wir müssen an die Arbeit. Och, nö. Zeigen wir ihnen, was die Retterteams wirklich drauf haben. Wir wurden aufgehalten, weil wir Probleme mit Gänger hatten. Aber jetzt können wir auch in die unterirdischen Dungeon gehen. Hurra. Wir werden zwar erst morgen aufbrechen, aber ich bin jetzt schon voll auf... Was vor Freude? Bist du wahnsinnig? Hast du gesehen, was der Dungeon mit den drei da gemacht hat? Und du freust dich darauf? Was ist falsch mit dir? Wir sollten uns heute gut auf den Dungeon vorbereiten. Lass mich wissen, wenn du zum Aufbruch bereit bist. Nee! Och nö. Nein, haben wir nicht. Okay. Och nö, okay, ich brauche Belebersamen. Ich brauche ganz viele Belebersamen. Oh Gott, ich werde so viele Belebersamen brauchen. Och, ich hoffe, ich habe genug. Und oh Gott, ich will nicht. Meine Güte, ja, Flamly sprach mit solcher Inbrunst. Das stachelt ja jeden von uns zu Großtaten an. Ich werde fantastische Produkte feilbieten. Feilbieten? Was heißt feilbieten? Das tue ich für euch. Jawohl! Wieso? Das ist so dämlich. Steine behalte ich, das kann weg, das kann auch weg und das Kraftband auch, okay, ja. Oh Gott, wir werden so elendig krepieren. So elendig krepieren, Flamly, wieso? Okay, ja. Bitte abbeliebersam, bitte, nein, fuck. Bitte abbeliebersam, bitte abbeliebersam, bitte abbeliebersam. Bitte abbeliebersam. Oh, du hast welche, yes! Zumindest etwas Gutes.
Okay, ja, nein. Okay, danke. Komm, wir werden sterben. Hallo, ich brauche Lebersamen. Ach, Liebes, ich habe nie an euch beiden gezweifelt. Ich wusste immer, dass ihr was Besonderes seid. Ich mache über eure Halbseligkeiten. Ihr könnt euch getrost neue Abenteuer stürzen. Oh, hurra! Oh, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Nee, warte, ich will was nehmen. Upsi. Nee, warte, ich muss die Steine auch noch lagern. Oh Gott. Ja, ich will die Steine gerne hier lagern. Pass gut auf sie auf. Top-Elixier. Zwei. Ich glaube, ich nehme lieber noch welche mit. Poseidon brauche ich auch nicht mehr. Jetzt nehmen wir, habe ich zwei. Soll ich auch welche mitnehmen? Wieso ist meine Box so klein? Ah! Ja, okay. Ja, das ist schön. Ich brauche mehr Siedelbeeren und mehr Top-Elixier und mehr Belebersamen und das passt alles nicht da rein. Oh Mann. Ich kann eine Kastanie mitnehmen. Da habe ich auch noch eine. Ist das nicht toll? Ich habe 8 Siedelbeeren. Ugh. Belebersamen, Top-Elixier habe ich 2. Ah. Ja, das kann ich auch noch mitnehmen. Und den Rest fülle ich. Ich brauche noch mehr Siegelbeeren. Och man. Och man. Ja. Wie viele Siegelbeeren habe ich jetzt? Keine Ahnung, habe einen Überblick verloren. Ich nehme jetzt einfach noch einen Haufen Belebersamen. Ja, bitte. Ganz viele Belebersamen. So viel, bis es nicht mehr geht. Und dann stoppen wir den Rest auf den Kopf. Wir haben keinen Platz mehr. Ja, egal. Pack's auf meinen Kopf. Ich balanciere das. Ist mir egal. Ich will die Dinger mitnehmen. Shit. Okay. Die Magma-Höhle. Wieso Feuer? Oh, nein. Oh, Mann. Vor allem gibt es doch jede Menge Feuer-Pokémon. Oh, nein. Feuer-Pokémon. Ich glaube, die wird mich ganz schnell verbrennen. Mich auch. Ha. Aber nein. Ich darf jetzt nie davon Ausreden suchen. Jetzt ist die Zeit gekommen, da wir alle zusammenstehen müssen. Aha. Hier solltet ihr da nicht hin. Die Magma-Höhle ist voller Flammen. Seid ruckzuck verbrannt. Ich weiß. Das können wir nicht tun. Wir sind auch ein Retteteam und dürfen nicht die Hände in den Schoß legen. Können wir nicht auf seine weisen Worte hören und dann nicht hingehen? Wie ist sie, die Magma-Höhle? Ich würde sagen, heiß. Sie wimmelt nur so von 10 Pokémon, so viel ist sicher. Ich bin stark gegen Feuer, aber das ist ein ganz besonderer Ort. Mehrere Retterteams sind bereits auf dem Weg in die Magma-Höhle. Tja, die sind tot. Nein, mir passt ebenfalls so gut auf euch auf. Ja, ja. Wieso immer Feuer? Oh, Kevin! Zeit aufzubrechen! Wenn wir alle sterben, reißen wir dich mitten in den Tod. Ja, du kommst mit. Hurra! Hurra! Oh, Mann. Okay, ich muss speichern. Sehr viel speichern. Okay, ich bin bereit! In Ordnung, bist du soweit? Nein! Aber egal, ich folge dir überall hin, Flemmi, das habe ich gesagt. Ich bereue es jetzt zutiefst, aber egal. Ja, in Ordnung, wir sind soweit. Heute Nacht sollten wir uns gut ausschlafen. Wir brechen morgen auf. Yay! Oh. Können wir nicht ganz weit wegrennen? Aber ich kann Flemmi nicht allein lassen. Shit. Ah, schön, ein Traum! Herrlich! Ich habe wieder diesen Traum. Oh, hallo, Gardevoir. Na, wie geht's? Mir geht's gerade scheiße, aber egal. Oh, hi! Morgen, nicht wahr? Morgen geht's in den unterirdischen Dungeon. Erinner mich nicht dran! Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon schrecklich ist. Ich frage mich, ob wir das durchstehen. Werden wir nicht. Es wird alles gut. Ich bin sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Nightmare. Das ist zumindest einer, ich nämlich nicht. Du hast meine Unterstützung. Bitte geh, voller Zuversicht. Das werde ich, danke! Fick dich doch ins Knie, du musst da ja nicht rein, sondern ich und na! Ich fühle mich etwas mutiger und werde mich in diesen Dungeon wagen. Wieso? Übrigens, Gardevoir, weißt du, wie es unter der Erde so ist? Oder wie Grodon ist? Heiß und stark und er würde uns mit einem Fuß zertreten. Nein, es... Oh Gott, das Gesicht. Nein, es tut mir leid. Ich kann es nicht wahrnehmen. Na gut. Ich habe irgendwie gehofft, du wüsstest etwas mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte euch nur Mut machen, damit ihr da auch wirklich reingeht und nicht hier im letzten Moment noch wie Feiglinge wegrennt. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir leid. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Wir werden hier sterben. Scheiß drauf. Ist mir so egal. Danke, dass du versuchst, mir Mut zu machen. Aber es gibt eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Ihr werdet sterben! Hurra! Deine Aufgabe nähert sich im Ende, Stück für Stück. Weil ich sterben werde. Meine Rolle endet bald.
Du wurdest ein Pokémon, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe hat dich hierher gebracht. Oh, musst du wieder gehen? Diese Aufgabe nähert sich durch den Abschluss. Gardevoir, bitte sag mir, das ist meine Rolle. Warum wurde ich zu einem Pokémon? Wenn die Zeit kommt, ich denke, ich werde es dir sagen, wie dieses Abenteuer beendet ist. Au revoir. Okay, bye. Schönes Gespräch. Schönes Gespräch, jetzt bin ich verwirrt. Herrlich. Am nächsten Morgen! Oh Junge! Oh Junge! Ich speichere nochmal! Auf beiden Spielständen! Ach, warum nicht auf allen? Ich glaube, dann stürzt ein Emulator, wenn ich das mache. Nein, kann ich nicht. Oh, okay, mach's gut, Rübenhaus. Ich glaube, wir sehen uns eine Weile nicht wieder. Du wirst mir fehlen. Nee, warte, du bist gar kein Rübenhaus mehr. Du wirst immer ein Rübenhaus für mich sein in meinem Herzen. Was? Oh, ist egal. Mach's gut, Rübenhaus. Ich liebe dich. Guten Morgen, Nightmare. Hast du gut geschlafen? Ja, hab noch viel über unsere kommenden Tore nachgedacht. Schön zum Einschlafen. Warum bist du so gut gelaunt? Warum? In Ordnung. Lass uns unser Bestes geben und das Team von Simsela retten. Den Optimismus hätte ich gerne. Gardevoir hat gesagt, sie wird immer alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie mit dem Abenteuer, dass wir unter die Erde gehen müssen? Nein! Wird sie mal alles sagen, wenn wir Simsela das Team gerettet haben? Gerettet. Entschuldigung. Hallo? Schläfst du einfach noch? Lass uns gehen! Ich will nicht. Och Mann, ich will nicht. Flemly, wieso? Konntest du nicht einfach deinen Schnabel halten? Hühnchen, wieso? Haben wir Kevin noch mit? Ja, haben wir, okay. Rest mir zumindest mitten in den Tod. Zumindest etwas Gutes. Magma-Höhle! Oh, was für ein schöner Name! Da wird so viel Lava sein. Und so viel Feu-Feu. Oh Gott! Wieso? Bitte sag mir, dass die zumindest keinen Feuerfänger haben. Oh, you don't say! Was hat's verraten? Die Lava? Nee, warte, Magma. Ist mir im Inneren. Es ist Magma, oder? Ja, es ist Magma. Hier muss es sein! Oder muss ich in dieser unterirdischen Höhle befinden? Puh, sieh nur den Lavastrom an. Nein, danke. Ich blende es aus, so gut wie es geht. Ich vermute, in die Dungeon wird es brütend heiß sein. Oh, Mann. Sollten schon andere Retteteams hier sein. Legen wir los und geben unser Bestes. Du bist viel zu optimistisch, Plimper, wollte ich schon sagen. Flemly. Oh Gott, wieso? Okay, ich habe sehr viele Blebersamen. Und ich kann... Ich würde sagen, Leute aussaugen. Ich kann Gigasauger. Wird schon schief gehen. Oh, Sackgasse, schön. Wird schon furchtbar schief gehen. Ich sollte als Anführer etwas optimistischer sein. Oh, hallo, du bist Boden. Du bist Boden, oh mein Gott. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Vielleicht haben wir doch eine Chance. Wäre schön. Ich habe nicht keinen Bock, hier ewig festzustecken. Was bist du? Du bist doch auch... Ja, ist egal, passt. Okay, 2 Schläge ist nicht schlecht. Aber die Treppe. Wie viele Ebenen hat das? Vergessen nachzugucken. Oh, egal. Wie geht's dir denn, Kevin? Ich bin nie mehr was Genieren-Tour-Katastrophen zu tun. Ja, das ist schön. Das ist ganz toll. Machst du fein, Kevin. Machst du ganz fein. Ich glaube an dich. Okay, es war jetzt genug positive Dingens für den Anführer. Jetzt kann ich wieder sagen, wir werden alle sterben. Oh, Treppe. Oh Gott. Na, ist egal. Ja, friss. Mein Hühnchen ist mir egal. Ich gehe jetzt zur Treppe. Au. Hast du gerade mein Hühnchen getötet? Du hast mein Hühnchen getötet. Keiner tötet mein Hühnchen außer mir. Friss Blätter. Oh, komm schon! Ah, die können Doppelkick. Das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, scheiße. Ich hatte gerade schon viel was Hoffnung. Oh Gott. Wieso? Oh, du machst mir Angst. Oh nein. Oh, wieso? Mann. Okay, das war Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Part 35. Ich hoffe, den Part mal merken! Yay! Danke fürs Angucken. Miep, miep.